Am deutschen Aktienmarkt sieht es ja gar nicht so schlecht aus in diesem Jahr 2023. Alleine im ersten Quartal hat der Leitindex, der DAX, schon 12% plus Performance gemacht. Und das bei den allgemeinen Gegebenheiten und der unsicheren Gemengelage. Und damit herzlich willkommen bei Wirtschaft TV hier aus der Frankfurter Börse. Aber wie könnte es jetzt weitergehen? Neue Jahreshochs, die haben wir auf jeden Fall schon erreicht. Der DAX dementsprechend jetzt allerdings auf dem Sprung zu seinem Allzeithoch. Das lag bekanntlich bei 16.269 Punkte. Die Frage nur, wird er es schaffen, die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten tatsächlich jetzt langsam, aber sicher mal nachhaltig zu überschreiten. Wir hatten einen guten Auftakt der Quartalsberichtssaison in den Vereinigten Staaten mit den Banken. Ob nun Citigroup, Wells Fargo oder JP Morgan, die Ergebnisse haben dem Markt geschmeckt. Nicht geschmeckt dagegen die Ergebnisse von Goldman Sachs in den Vereinigten Staaten. Da gab es dementsprechend zuerst mal einen Dämpfer. Und das Thema Zinsen, ja, das haben die Anleger auf jeden Fall noch im Hinterkopf. Wie könnte es da weitergehen? Die Amerikaner liegen jetzt bei einer Zinsanhebung bei 4,75 bis 5%, eventuell im Mai durch 25 Basispunkte, dann sogar schon über der 5%-Marke im Bereich Zinsen. Ja, und wir in der Eurozone liegen gerade mal bei 3,5% Zinsen und die Inflation ist nach wie vor über 7%, also viel, viel zu hoch. Haben die Notenbanken, ob nun die Fed oder die EZB, doch klar den Zielkorridor von maximal 2% Zinsen dementsprechend inflationsmäßig gesehen. Heißt also, jetzt gilt es abzuwarten. Nächster Termin ist der 4. Mai. Dann wird die Federal Reserve und Jerome Powell entscheiden, wie es mit der Zinspolitik in den Vereinigten Staaten weitergeht. Erwartet wird hier ein kleiner Zinsschritt von 25 Basispunkten. Die Frage, ob das dann der Impuls sein könnte, der die Börsen weiter nach oben bringt. Wir werden natürlich berichten. Das war Mick Knauf aus der Frankfurter Börse.